Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Unboxing hier auf diesem Kanal. Mein Partner Aim Controllers hat mir mal wieder ein richtig fettes Paket zusammengestellt. Diesmal ist ein Controller drin und ein bisschen Zubehör. Hier möchte ich euch einfach mal zeigen, was wir zum Controller noch alles so dazu bestellen können, was dazu passt. High-End-Variante, bisschen Zubehör. Und warum gibt es eigentlich schon wieder ein neues Unboxing? Das letzte ist noch gar nicht so lange her. Dort war dieser wunderschöne Controller drin. Es gibt ein paar Neuerungen bei Aim Controllers. Neue Tasten, digitale Tasten, was da der Vorteil ist. Neuer Gamer-Grip. Der sollte eigentlich hier schon dran sein, wo ich den bestellt habe, gab es aktuell auch bei vielen anderen von euch, die da damals bestellt haben und vielleicht den neuen Gamer Grip haben wollten. Die hatten ein bisschen Probleme mit der Feinjustierung der Maschine, die das hergestellt hat. Das soll jetzt behoben sein. Leider sind die Wartezeiten immer noch sehr lang. Ich möchte aber hier dazu betonen, das hat nichts damit zu tun, dass ich Partner bin. Ich bin fett überzeugt von diesem Produkt. Das Warten lohnt sich auf so einen geilen Controller. Lebenslange Garantie und so weiter. Hier aber lebenslange Garantie, ganz wichtig. Ich sage euch nicht, was da jetzt alles reinfällt. Auf der offiziellen Seite gibt es einen extra Button. Dort könnt ihr euch die Garantiebedingungen angucken, was da alles reinfällt. Ist aber mega geil. Ich glaube, die Konkurrenz gibt diese lebenslange Garantie nicht. Und es gibt neue Pedals. Ganz, ganz wichtig. Da bin ich sehr gespannt, wie die in der Hand liegen. Es kann auch schnell mal sein, weil der Controller, der hat schon wieder andere Pedals als mein vorletzter Controller. Der ist deutlich leiser und die Pedals lagen mir deutlich besser in der Hand als die Pedals. Jetzt wurde aber schon wieder was geändert und die Pedals sehen echt geil aus. Und bevor wir jetzt um den heißen Brei drumherum reden, möchte ich euch den Controller zeigen. Ich habe mir selber zusammengestellt, wie gesagt in der High-End-Variante. Und ach, das, bevor ich das vergesse, ich führe noch einmal durch das komplette Aim-Controllers-Menü. Dort möchte ich euch einfach nochmal zeigen, was es da alles Neues gibt, auf was ihr achten solltet, was vielleicht bei einer Zusammenstellung eines Controllers nicht so wichtig ist, wenn man vielleicht nicht so viel Geld in der Tasche hat. Und natürlich, ihr seht es auch hier, Code GASPER10, ihr bekommt immer den maximalen Rabatt. Wenn Aim Controllers eine eigene Aktion fährt, bekommt ihr mit meinem Code dieselbe Aktion. Aktuell gibt es nur 10%. Leider, das ist auf eine 300-Euro Bestellung jetzt theoretisch, das erreichst du hier relativ schnell, sind es nur 30 €. Ich möchte euch aber jetzt in dem Menü später, wenn wir den Controller nochmal theoretisch zusammenstellen, zeigen, warum es sich lohnt, wenn ihr ein gewisses Feature einbaut, warum ihr trotzdem genug Prozente gibt. Es gibt ein Feature, dafür bezahlt ihr zusätzlich jetzt nur 1 € Sonderrabatt. Ansonsten sind das über 30 oder 40, also es lohnt sich. So, jetzt halte ich aber meine Klappe, zeige euch das Unboxing und dann bin ich auf eure Meinung gespannt. Okay, Zettelei, wie immer am Anfang. Fangen wir mal an. Zubehör ist auf jeden Fall ein bisschen dabei. Ist es jetzt nicht ultra viel. Oh, es sind 2 Taschen, sehe ich gerade. Ah, in der einen Tasche ist schon mein Controller. Das ist natürlich schlau. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit diesem Kabel. Ein Ladekabel ist standardmäßig bei einer Bestellung nie dabei. Ich würde euch auch hier raten, wenn ihr ein bisschen mehr Entfernung zu eurer PlayStation habt und ab und zu geht euch der Saft aus. Die Kabel sind hochwertig, die sind 2 Meter lang, sehen extrem geil aus. Gibt auch noch andere Variationen. Ich habe hier noch eins. In Weiß-Schwarz gibt es auch ein Rot-Schwarz. In Rot-Schwarz gefällt es mir tatsächlich am besten, aber das neutrale Schwarz ist auch extrem geil. Hochwertig, langlebig, bis jetzt noch keins irgendwie mit einem Kabelbruch gehabt. So, und hier für den modebewussten Gamer oder Gamerin eine Tasche zum Mitnehmen. Da kannst du dein Controller, da gucken wir gleich rein, da kannst du deinen Controller reinschmeißen. Hat so ein bisschen eine Aussparung. Wir gucken gleich mal. Wir testen das einfach mal. Wir legen den Controller hier so rein. Oh, das Netz ist ganz schön straff. Jetzt ist mir gleich hier, also am besten vorher die Sticks abmachen, damit euch die nicht rausrutschen. Und dann ist das hier Passform schön drinne. Und dann kannst du durch die Stadt gehen und zeigen, hier mein schönes Täschchen. Jetzt wird gezockt. Hat was. Ja, das ist mal eine feine Sache. Werde ich zwar nie brauchen wahrscheinlich, weil dann zocke ich mal woanders.
Und das ist übrigens auch geil. Es gibt zwar bei SCUF, zumindest damals, wo ich noch SCUF benutzt habe, nicht so. Hier kannst du ganz easy die Sticks wechseln. Länge, Größe, Xbox. Empfehle ich auch übrigens gleich noch. Xbox Sticks sind besser als die PlayStation Sticks. Du kannst je nachdem wechseln. Höhe, hast du nicht gesehen. Und so weiter und so fort. Machen wir später. Was haben wir hier? Hier haben wir... Ach, das ist die Ladestation. Genau. Meine Fresse, ist das straff verpackt. Zack. 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 Okay. Ach, alles klar. Das ist schon mal gut zu wissen. Extra Ladekabel ist... Ja, hier ist auch ein Ladekabel dabei. Also, ihr seht... Jetzt steht es endlich mit ein bisschen Spielerei, ein bisschen Fummeln und Fuchteln. Kriegst hier zwei Controller drauf, dann lädt die ganze Geschichte. Kommt für mich jetzt eher weniger in Frage, weil ich normalerweise relativ nah an dem Monitor sitze und da habe ich normalerweise meistens das Ladekabel am Start. Das ist eine feine Sache, aber ich müsste es jetzt nicht zwingend haben. Man kann es haben, wenn man mehrere Controller in Verwendung hat. Einer ist mal tot und du hast den zweiten schon in der Ladung. Dann kannst du die Ladestation hier nehmen. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Blind kriegst du die hier wirklich nur mit Zufall draufgesteckt. Du musst halt wirklich genau darauf achten, dass du hier diese Anschlüsse richtig triffst. Coole Sache, finde ich aber nicht zwingend muss. Kostet, glaube ich, auch nur 20 Euro. Für den Preis ist es natürlich völlig in Ordnung. Sollte auch eher dem Zweck dienen, euch mal zu zeigen, was es eigentlich von N-Controllers noch alles Schönes gibt. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Herzstück. Zum Controller selber, den ich bestellt habe. Und ich bin schon mega aufgeregt, denn die digitalen Tasten zum Beispiel, die sollen wie so ein Mausklick klingen. Und da bin ich extrem gespannt. Ich wollte gerade sagen, warum sehe ich nichts? Oh mein Gott. Oh, ich raste aus. Ich raste aus. Ich sehe zwar noch nicht viel. Oh, das leuchtet sogar. Und einmal umdrehen. Oh, ich krieg's. Kotzen ist das. Alter, sieht das geil aus. Junge, Junge. Moment, ich muss den erst besticken, damit er komplett ist. Bestücken, nicht besticken. Natürlich immer erhöhte Sticks. Das ist für mich immer das A und O. Was haben wir hier noch? Gelb in flach. Alles Xbox-Sticks. So habe ich mir zusammengestellt. Oh mein Gott. Das ist ja krass. Also die digitalen Tasten merkst du sofort. Hört euch den Unterschied an. Also Controller mit normalen Tasten. Kann man das sehen, wie weit der Buttonweg ist? Und digitale Tasten. Der Weg ist minimal länger. Vorteil bei digitalen Tasten. Also das D-Pad ist digital und die Tasten sind digital. Hat den Vorteil, die Tasten sind langlebiger, auch wenn ich hier ehrlich gestehen muss, mir ist noch nie ein Standard-Controller, egal auf welcher Konsole, sind mir die Tasten kaputt gegangen. Von daher wäre das jetzt nicht mein überzeugendes Argument für digitale Tasten, weil die digitalen Tasten kosten, glaube ich, 30 Euro mehr, aber die digitalen Tasten, ich umschreibe es mal so simpel wie möglich, die haben einen deutlich geringeren Input-Lag und sind störunanfälliger. Das störunanfälliger, das ist aber auch wieder so eine Sache. Ist das jetzt wichtig, ja oder nein? Auf jeden Fall hast du einen geringeren Input-Lag und dadurch reagieren die Tasten schneller. Ob das jetzt merklich fürs Game ist, das bleibt abzuwarten. Aber sie hören sich extrem geil an. Kann man das hören, wenn ich das hier am Mikro mache? Bin mir nicht ganz sicher. Aber es sieht total geil aus. Weiteres, was ich dran habe, natürlich wieder Smart Trigger und Smart Bumper. Warum oder was ist das? Smart Trigger, 1 mm Tastenweg. Viele, die mir im Livestream immer zuschauen und sich wundern, warum ich so schnell, was weiß ich, zum Beispiel die Hemlock im Einzelfeuer oder die 301 im Einzelfeuer trigger. Ganz einfach deswegen. Das haben viele schon immer gesagt, dass es bei mir immer richtig geil aussieht. Manche dachten, ich benutze ein Strike Pack. Ist natürlich völliger Blödsinn. Auch hier die Bumper mit einem 1 mm Weg. Auch wenn ich sage L1 und R1, müsste man nicht zwingend mit diesen Bumpern ausstatten, also mit diesem kurzen Weg.
Aber die digitalen Tasten, Alter, das fühlt sich cool an. Du hast hier bei dem Standard keinen Sound und der Weg ist... Also hier merkst du den Weg deutlich. Wenn du das hier so reindrückst, der Weg ist deutlich bei einem Standard-Controller. Und hier, das siehst du fast kaum. Seht ihr das? Weil das Steuerkreuz guckt ein Stück weit raus. Das ist definitiv mehr aus dem ganzen Gehäuse rausgehoben. Aber der Weg ist ja sowas von minimal im Vergleich zum Standard. Und es klingt auf jeden Fall geil. Und jetzt möchte ich euch eigentlich mit das Geilste zeigen. Der neue Gamer Grip und die Pedals. Alter, sieht das geil aus. Der Gamer Grip erstmal. Jetzt muss ich mal gucken. Sind das lauter Aim? Das sind Aim-Logos. Ich glaube, das kriege ich nicht so richtig scharf gestellt. Hier einfach mal im Vergleich. Das ist der Standard Grip. So einen ähnlichen Grip hatte auch, glaube ich, Scuff, wenn ich mich nicht irre. Aber der neue Grip, der sieht unwahrscheinlich genial aus. Und auch hier im Vergleich, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Seht ihr die Pedals? Die Pedals sehen anders aus. Also da, wo die Finger aufliegen. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie liegen die in der Hand? Oh ja, die liegen richtig geil in der Hand. Der Sound. Oh, der Sound ist wieder ein bisschen geiler geworden bei den Pedals. Das muss ich auch dazu sagen. Und ich meine, klar, das siehst du alles nicht, wenn du zockst, die ganze Optik. Aber so die Aufnahme hier glänzt schön. Auch nicht mega wichtig. Aber wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen rumdrücke, der fühlt sich unwahrscheinlich krass an. Und der Gamer Grip fühlt sich auf jeden Fall auch weniger rutschig an wie der alte Gamer Grip. Also hier, wenn du hier eine Weile gezockt hast, dann merkst du zwar den Grip, dass der ein bisschen was nützt im Vergleich zu einem Standard-Controller, aber ich würde sagen, bei dem Pro-Gamer-Grip rutschst du deutlich weniger ab. Alter, ist das geil. Also ohne Scheiß, ich bin mega, mega begeistert und freue mich jetzt schon auf die erste Runde. So, jetzt habe ich, glaube ich, aber genug gelabert. Ich führe euch jetzt nochmal ganz flott durch das Menü und bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, was ihr zu diesem Controller sagt. Wir sind jetzt auf der Seite angekommen, wie versprochen, scrollt ganz runter auf der Seite. Hier könnt ihr euch die Garantiebedingungen durchlesen. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, sprengt den Rahmen, aber es umfasst eigentlich so gut wie alles, außer Stick Drift. Das ist einfach nur für 90 Tage abgedeckt, weil das einfach der höchste Verschleißfaktor ist und das kann man einfach nachvollziehen. Und auch für alle, die denken, da ist da einfach nur Billigtechnik verbaut. Nein, jeder Controller ist ein Sony-Original oder ein Xbox-Original. Die werden nur umgebaut, ansonsten ist die Technik da drinne die gleiche. Wenn also hier Stick Drift entsteht, da hat der Aim-Controller überhaupt nichts mit zu tun. Das möchte ich einfach mal betonen, weil sich da schon einige bei mir ausgelassen haben. Und ansonsten natürlich ist mich, also ansonsten ist einfach alles lebenslang mit Garantie versehen. Wenn du dir natürlich bei dem Rage-Stein des Lebens das Ding vor den Kopf haust, in die Wanne schmeißt oder vor der Wand, wie auch immer, dein Bruder vor den Kopf, keine Ahnung, dann ist das natürlich nicht abgedeckt. Dann kannst du dir einen neuen kaufen, dann ist das natürlich nicht mit der Gewährleistung abgesichert. Und jetzt versuche ich hier mal so schnell wie möglich den Controller nochmal zusammenzubasteln. Wir können, wie gesagt, alles ändern. Gehäuse, einmal in lila matt. Ihr seht oben, wie sich der Preis ändert. 20 Euro, zack. Eine riesen Farbpalette. Mega geil. Papp. Kommen wir zum Mittelteil. Das Blöde ist, wenn du hier immer ein neues Hauptmenü anwählst, dann klappt das auf und du musst jedes Mal nach oben fahren. Das ist ein bisschen nervig, aber ist jetzt nicht weiter wild. Dann haben wir die Knopffarben. Ihr seht hier Knöpfe. Wenn wirklich für Leute mit einem kleinen Portemonnaie, lasst die Standard-Buttons drin. Ansonsten bist du hier gleich mal bei den Knöpfen bei 10 Euro. Ich habe die in Gelb. Was ich jedem abraten würde, wer selber streamt und ein empfindliches Mikro hat und keine Ahnung, wie er Tastentöne rauskriegen soll, wie bei einer Maus oder Tastatur, nehmt nicht die letzten Tasten. Kosten auch 17 Euro. Das sind Patronenhülsen, die Rückseite quasi. Das sind metallische Knöpfe. Das sieht geil aus, fühlt sich geil an, klingt auch geil, nervt aber, weil du kriegst es meistens nur schwierig separat aus dem Mikro gefiltert und deswegen wären das Tasten, die ich zum Beispiel niemals nehmen würde. Wieder hatte ich schon mal, aber es sieht wirklich tatsächlich ganz cool aus. Dann haben wir noch das D-Pad in Gelb. Wir haben digitale Tasten. Hier nochmal, ganz wichtig, betone es nochmal, du hast halt einen geringeren Input.
bis das Signal ankommt. Aim Controllers beschreibt es wie folgt: Digital Buttons und D-Pad ersetzen die serienmäßigen Gummimembranen durch eine präzisere Mausklick-Aktivierungstaste. Das Ergebnis ist ein kurzes, knackiges Klicken und so weiter. Der Sound ist mega knackig. Während die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Drückens von Tasten und Steuerkreuz erhöht wird, der neue Klick wird sicherlich ihr Gefühl und ihr Komfort während des Spielens verbessern. Sorry, wir haben es schon mega spät nach 23. Nee, wie spät haben wir es denn überhaupt? Wir haben es auch 22 Uhr erst. Ich bin schon mega durch, deswegen bin ich hier ein bisschen neben der Spur und kriege das jetzt hier nicht so easy runtergerattert, wie ich das sonst mache. Digitale Tasten, 30 Euro mehr, 1 mm Weg für die Tasten. Und ich finde, gerade beim D-Pad spürt man das extrem. Und ich bin gespannt, wie sich das Teil zocken lässt. Dann haben wir die Share-Button und so weiter. Wir können unter den Sticks die Farben ändern. Spielerei, die man machen kann, muss man nicht. Kostet nichts extra, außer die rechte Option RGB-Beleuchtung pro Seite 12 Euro. Spielerei, die man nicht braucht, wenn man nicht viel Geld hat und sich einen Aim-Controller leisten will. Also Finger eher davon lassen. Es sieht geil aus, aber du sitzt nicht so da und zockst und freust dich, wie toll der Controller leuchtet. Das ist einfach mal Fakt. Also eine Spielerei, die nicht unbedingt sein muss. Rechter Stick, dieselbe Option, kannst du hier mitmachen, musst du aber nicht. Ich habe es in schwarz, sieht einfach geiler aus. Linker Stick, ich habe beide Sticks auf Xbox gemacht, ganz einfach. Der PlayStation Stick hat eine Wölbung nach außen. Dadurch rutschst du leichter von dem Stick ab. Bei Xbox hast du die Wölbung nach innen. Du rutschst einfach nicht so leicht ab. Linke Seite habe ich ganz normal den Small. Rechte Seite ist für mich ganz, ganz wichtig. Habe ich den höchsten. Wenn ihr das einfach noch mal sehen wollt, ich kann hier einfach noch mal auf die Moderation gehen, damit ihr den Unterschied seht. Hier, der rechte Stick ist deutlich höher als der linke, einfach um das sensiblere Aimen hier in den Griff zu kriegen. Mega geil. Dann kannst du hier Text auf der linken und auf der rechten Seite vom Controller machen. Ebenfalls eine Spielerei. Du kannst ein Logo hochladen und das hier auf den Controller packen, wenn du willst. Alle Spielereien, die sehr, sehr teuer sind, habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Ich habe es lediglich als Lightbar, gibt es aber tatsächlich als Option gar nicht mehr, sehe ich gerade. Ach, das Ding hat gar keine Lightbar. PS4-Controller hat noch die Lightbar vorne. Da kannst du deinen Gamertag reinmachen. Das leuchtet, sieht ultra geil aus. Aber auch eine Spielerei, die nicht sein muss. Ich kann das ja mal ganz kurz simulieren. Moment. Text. Ja, wo gebe ich den ein? Hier. Hier, wenn du jetzt Casper 10 machen willst, sieht jetzt nicht so geil aus. Du hast noch zwei verschiedene Schriftarten. Das ist natürlich jetzt auf der Seite, sieht das nicht ganz so geil aus. In echt sieht das dann hochwertiger aus, das ist natürlich klar. Wie viele Farben gibt es denn eigentlich? Es gibt Weiß, Schwarz und Rot. Gut zu wissen. Gibt es noch mehr? Nee, weiter komme ich nicht. Kann man machen. Ist eine Spielerei, die aber nicht sein muss, wenn es nicht unnötig teuer sein soll. Dann kannst du das Touchpad verschiedenfarbig gestalten. Hier gibt es aber nicht so viele Farben. Ich finde Schwarz eigentlich am schönsten. Auch auf das Touchpad kannst du ein Gamer-Logo drauf machen, Text und so weiter. Kommen wir zum Gamer-Grip. Gibt es mittlerweile auch mehr Auswahl. Schwarzer Hintergrund und die gepunkteten Farben oder eben weißer Hintergrund und die gepunkteten Farben. Das mit dem weißen Hintergrund ist auch neu, soweit ich weiß. Und ich finde aber der Unterschied zwischen dem Standard-Grip und dem Pro-Grip, den ich jetzt hier drauf habe. Du merkst es. Der Grip, der Pro-Grip ist deutlich genialer. Du rutschst wirklich weniger ab. Ich muss es natürlich erstmal einem Dauertest unterziehen, das ist natürlich klar. Der Nachteil bei dem Pro-Grip ist, das muss ich dazu sagen, wenn ihr den nutzt, das kostet gleich mal, warte, wir sind für 223 auf 291. Und warum ist das so ein hoher Sprung, den Pro-Grip? Pro-Grip gibt es nur in Verbindung mit Paddles. Wenn du dir einen Aim-Controller bestellst, ohne Paddles, dann sage ich gleich, kauf dir keinen Aim-Controller. Das ist dann Käse. Wozu willst du dir einen Aim-Controller kaufen, wenn du die Paddles nicht benutzt? Das ist dann Schwachsinn. Das ist meiner Meinung nach dann rausgeschmissenes Geld. Es sei denn, du stehst auf die ganzen Designs, die Farben und so weiter. Dann kann man das auch machen. Aber wenn du den Pro-Grip willst, geht es eben nicht ohne die neuen Paddles. Und es sind auch die neuen Paddles. Die alten Paddles gibt es nicht mehr. Von daher wisst ihr da Bescheid. Und ich würde euch auch raten, das habe ich glaube ich schon erwähnt, kauft euch die Paddles. Natürlich, Remapping-Funktion kostet ein bisschen mehr,
Wie viel sind es mehr? 15 Euro mehr. Aber ganz wichtig, vergesst nicht, wenn ihr auf einmal einen Controller habt, der die Remapping-Funktion nicht habt, und dann steht ihr in eurem Spiel und merkt, fuck, ich kann die Tasten, ich komme einfach mit meinem Kopf damit nicht klar, das Dreieck von mir aus auf oben rechts auf dem Paddle ist, du kannst es dann nicht mehr ändern. Das ist halt dumm. Gebt lieber die 15 Euro mehr aus. Und ihr könnt jederzeit die Tastenbelegung ändern. Ansonsten hast du halt oben links Viereck, unten links Kreis und so weiter. Ihr seht es ja selber hier an dem Controller, Remapping-Funktion. Ganz wichtig. Würde ich definitiv nehmen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich ganz am Anfang erwähnt habe. 10% ist jetzt gerade nicht die fetteste Aktion von Aim-Controllers. Sind wir ehrlich. Aber für jemanden, der sich jetzt ein High-End-Gerät hier zumindest fast zusammenstellt, für den lohnt sich's. Bei einem 300-Euro-Controller 10% sind 30 Euro, ist nicht der Welt, aber die Smart-Trigger kosten eigentlich, glaube ich, auch über 30, sogar mehr Euros. Und wenn ihr die jetzt aber gerade nehmt, ist jetzt Sale, ihr bezahlt einen einzigen Euro obendrauf, wenn ihr das jetzt dazu nehmt. Und schon lohnt sich diese Aktion. Ich denke, wenn die 10% Rabattaktion raus ist, geht wahrscheinlich auch der 1 Euro für die Trigger raus. Da bin ich relativ sicher. Alleine deswegen hast du dann bei einem 300-Euro-Controller grob schon knapp 60 Euro gespart. Kann man also jetzt trotzdem zugreifen. Wer die Smart Trigger nicht braucht, wartet lieber, bis diese Aktion mit den 10% raus ist. Wie gesagt, Code Casper 10, immer den höchsten Rabatt. Und dann sind es vielleicht wieder 50 Euro oder 60 oder 70 Euro, je nachdem, wie hoch der Mindestbestellwert dann ist, wie die Aktion ist. Smart Bumper, sprich L1, R1. Muss man auch nicht zwingend haben, wenn man sich's gerade so leisten kann, weil der Weg bei L1 und R1 ist, denke ich, nicht so wichtig. Klar, geil, sind ebenfalls digitale Tasten wie bei Kreis, Dreieck, Viereck, hast du nicht gesehen, und auch die Smart Triggers sind digital, soweit ich das weiß. Es ist schon geil, wenn das alles so schön klickt und sich mega geil anhört und kurze Wege. Wenn das alles stimmig zusammenpasst, ist das schon eine feine Sache, aber es sind auch 30 Euro mehr, kann man haben, muss man nicht. Auch etwas, was ich bei jedem Controller mache, aber keine Pflicht ist, weil es kostet nicht mehr. Du kannst hier die Vibrationsmotoren ausbauen lassen. Kostet nichts extra. Der Controller wiegt einfach 50 Gramm weniger. Und es gibt ein neues Speedy Aim, was ich vorher nicht kannte. Das kostet fette 70 Euro mehr, weil sich so viele beschwert haben, dass eben die Wartezeiten so lang sind. Was ich ja verstehen kann irgendwo. Aim-Controllers wird die Bude eingerannt. Du bezahlst 70 Euro mehr, dir wird aber garantiert, dass innerhalb von 72 Stunden der Controller gebaut wurde. Und dann kommt natürlich noch der Lieferweg dazu. Also ich habe den bestellt und habe eine Woche später jetzt gehabt, weil ich eben gewisse Privilegien hatte, aber bei dem Controller habe ich auch 2 Monate gewartet. Das kommt halt auch mal vor. Dann kannst du dir noch Zubehör dazu bestellen und so weiter und so fort. Und damit, denke ich, sollten wir am Ende des Videos sein. Es geht wieder ein Stück weit länger, sorry dafür, aber es hat sich ein bisschen was geändert und das wollte ich euch einfach ans Herz legen. Also wie gesagt, digitale Tasten, also für mir ein ganz klares Daumen hoch, dass diese Funktion da ist. Der neue Pro Grip, der sieht einfach unwahrscheinlich geil aus. Ich denke, wenn ich den in Rot oder in Blau genommen hätte, hätte man das noch besser gesehen. Passt aber einfach nicht zu den Farben, weil es nur diese 3 Farben gibt. Ansonsten erhöhte Sticks, Smart Trigger finde ich am wichtigsten mit. Ansonsten L1, R1 muss nicht unbedingt sein, um ein bisschen Geld zu sparen. Und ansonsten muss ich sagen, ist das einfach ein scheiße geiler, gelungener Controller. Und die Pedals, die neuen Pedals, fühlen sich unwahrscheinlich geil an. Die wurden übrigens geändert aufgrund von Kritik der Community. Also Aim-Controllers hört ja auch zu und sagt, okay, wir nehmen uns die Kritik an und schauen, dass wir schnellstmöglich irgendwas ändern können. Das Einzige, was gerade einfach nicht änderbar ist, aufgrund der hohen Anfrage für das mega geile Produkt, die Lieferzeiten. Was willst du machen? Geht halt nicht schneller. Die können auch nur so schnell, wie sie ihre Finger bewegen können. So ist es nun mal. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Code Casper 10, vergesst das nicht. Der ist ganz besonders wichtig für euch, damit ihr schön Geld spart. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst ein bisschen Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.